Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. So, wir haben letzte Folge ganz viel verkauft, ganz viele blaue Items verkauft und sind hier erfolgreich im Hexensumpf gelandet, wie auch immer man das nennen möchte, hier in Ugdenbock. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Dame... Ah, da ist sie, glaube ich. Garadia, genau, zu der müssen wir auch gleich. Aber erstmal zu Lagaria, die haben alle so schöne Namen hier. Tut mir leid, aber wenn du etwas zu erledigen hast, solltest du mit Garadia sprechen. Mache ich, danke. Welcome. So, Garadia. We hope that you find comfort in this refuge, away from prying eyes or judgment from the uninitiated. Ich benötige eure Hilfe. Als Gegenleistung habe ich euch Caraxus Herz gebracht. I thank you for this offering. The heart of Caraxus shall cause no further harm. Instead, it now shall heal our injured. Now, what is it you need of us? Ah, sind also liebe Hexen. Keine, ich habe mir die anders vorgestellt. Ich dachte, das wären jetzt halt auch wieder so Lotterhexen, weißt du, so verrottete. Aber na gut, sind alles nette Menschen hier. Ich muss nach Melmoth und einen verlorenen Freund finden. If you seek a path to Melmoth through the swamps, then I am afraid you are out of luck. The roads have all but collapsed. And even if you should somehow find your way out of the bog, the land beyond has been consumed by Aetherfire. Ancient passageways exist that could take you north, but they are not of this realm. You will not like where they lead. Now, this friend of yours, what happened? Er hieß Ulgrim. Er wurde im Kampf in die Leere gerissen. Ulgrim, you say? It would be a shame to lose such a legend. But if he was claimed by the Void, then... Perhaps this gives me an idea that will solve both your predicaments. But if we are to help with this, then I must ask for something more in return. Ja, das habe ich ja noch nie gehört, diesen Spruch. Okay, aber dafür, was haben wir denn hier? Elixier der Klarheit, sorgt für einen klaren Kopf, schärft ihn für eine neue spirituelle Reise. Okay, dankeschön. Plus 500 Ruf. So, was benötigt ihr? What you ask will take me some time to prepare. But before I help you, there is something you must do for us. Deep within Ugdenbog, to the north of our refuge, there lies a village by the name of Barrowholm. I need you to travel there. Barrowholm wollten wir eh rein. Da wollten wir eh hin. Aber was hat das Dorf mit euch zu tun? I care not for the village, only for what was stolen. We had crafted an Ugdenbog fetish within the swamp in order to protect ourselves from the wilderness. Recently, someone has tampered with it, tore off the head of the fetish, and ran off with it. I can still sense its waning power within the bog, and the only nearby settlement is Barrowholm. I do not care what you do. We must have it returned to us. Do this, and I shall give you the means to find Ulgrim, and perhaps even a way to Malmoth. Okay, das hört sich gut an. Und was sich auch gut anhört, ist die Musik, aber ich muss die Musik, die ist halt, ich habe die schon leiser gemacht, aber die ist halt immer noch. Die ist halt immer noch, weiß, boah, fliegt mir einfach alles weg, man versteht kaum was. So, habe ich jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hasse Dummies in Dörfern. Die irritieren mich immer, weil ich laufe irgendwo hin und der schießt plötzlich. So, du lieb? Hexe des Hexen-Circles, okay, du lieb. Die beiden da, die hat man gerade noch. Was? Ich spüre, dass du weit gereist bist. Ich frage mich, ob du auf deinen Reisen in Port Valbury warst. Weißt du von seinem Untergang? Es war früher mein Zuhause, aber jetzt ist es vor mir verborgen. Ich sehe es nicht mehr in meinen Träumen. Hä? Tut mir leid, ich war noch nicht... Ich war da schon! Ich war da schon! Ich habe das Gefühl, dass dort etwas Schreckliches passiert ist. Etwas, dem ich gerade noch knapp entkommen bin. Nachdem ich aus der Stadt entkommen war, konnte ich sie eine Zeit lang in meinen Träumen sehen. Aber jetzt ist sie in Nebel und Feuer verhüllt, verborgen, als hätte sie nie existiert. Ich fürchte, was dort begonnen hat, könnte das Ende für uns alle sein. Ihr sagtet, ihr seid aus der Stadt entkommen. Ja, vor dem Grim Dawn. Ich floh aus Port Valbury in Richtung Ugdenbog. Dieser Ort, dieser Unterschlupf, er rief mich, auch wenn ich damals nicht wusste, dass er existiert. Hier bist du in Sicherheit, aber sei auf deiner Reise auf der Hut, Fremder. Mache ich, danke. Nochmal Hastria? Vorsicht, Fremder. Ein trügerischer Geist hat dieses Land verdorben. Er will nur verderben und verschlingen. Ein Geist? Der Wendigo verdirbt jeden, der auf seine Trickserei hereinfällt und verschlingt alle, die zu schwach sind, um sie zu verteidigen. Pass auf, wenn du hier draußen wem du hier draußen vertraust.
Wie ist es so, hier draußen zu leben? So, wie man es erwarten würde. Einsam und gefährlich. Die anderen haben Ärger mit den Bedrohungen hier im Sumpf, aber ich versuche es nicht so wichtig zu nehmen. Es nicht so wichtig zu nehmen? Wenn man so abgeschieden vom Rest der Welt lebt, ist es für uns zu einfach, uns auf das zu konzentrieren, was hier in unserem kleinen Unterschlupf geschieht, und zu vergessen, was im übrigen Teil von Cairn passiert. Wenn ich hier im Kreis der Sicht stehe, sehe ich eine sich sammelnde Dunkelheit im Norden. Unsere Feinde machen sich bereit. Das sollten wir auch tun. Was genau seht ihr? Ich sehe ein riesiges Ätherfeuer, das sich auf dem Land ausbreitet, soweit das Auge reicht. Ich sehe eine Stadt in Trümmern, verängstigte Menschen, die sich an ihr Leben klammern. Diese Momente der Zerstörung sind mehr, als ich ertragen kann. Wie war das mit dem trügerischen Geist? Der Wendy, achso. Ja, ich mach hier alles. Tschüss. Tschüsschen. Das sind ja richtig traumhafte Häuser hier. Also das ist natürlich auch ein Traum, hier zu leben. Noch eine Quest von Rallia. So, treffen wir uns wieder? Wer war denn? Wer war denn Rallia nochmal? So treffen wir uns wieder. Ich gebe... War das die, die wir... War das die, die wir einmal befreit haben, die fast verbrannt worden wäre? So treffen wir uns wieder. Ich gebe zu, ich hatte einige Bedenken wegen deines ungewöhnlichen Geisteszustandes, aber du hast bewiesen, dass du Verständnis, ja sogar Mitleid mit den menschlichen Nöten hast. Meine Schwestern werden erleichtert sein, zu wissen, dass du bereit bist, über unser Werk für die Menschen hinwegzusehen, und ich werde dafür sorgen, dass sie davon erfahren. Keine Sorge, ich werde den anderen nichts von deinen Ursprüngen erzählen. Ich glaube, die war das. Die haben wir mal gerettet vor, die sollte verbrannt werden. Irgendwo in der Wildernis haben wir die gefunden. Im Bloodgrove, glaube ich. Auch wenn sie im Kaiserreich Vorurteile erdulden mussten, sind sie davon nicht völlig frei. Das ist wohl Menschlichkeit für dich. Ah, genau. Wie habt ihr es vom Bloodgrove aus bis hierher geschafft? Es war nicht einfach, das kann ich dir sagen. Nachdem Malostria immer häufiger rief, machte ich mich auf den Weg nach Osten in Richtung Meer. Ein Teil davon reiste ich mit dem Schiff, aber dieses schäbige Ding hielt im stürmischen Gewässer nicht lange stand. Ich fand mich beinahe ertrunken an der Küste von Whitemire wieder. Glücklicherweise fand mich ein paar Rover, bevor es die Sliths taten. Dank ihrer Hilfe erholte ich mich schnell und machte mich auf den Weg hierher. So, aha, Ruf. Diese Malostria rief nach euch? Ja, sie ist ein mächtiges Medium und wurde wegen ihrer Fähigkeit, sich den Äther zunutze zu machen, beinahe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Verstärkt durch die Kräfte der anderen Hexen rief Malostria jeden mit der Gabe, der sie hören konnte. Die wenigen Glücklichen, die ihre Aufforderung verstanden und die Reise überlebten, sind hier. Faszinierend, tschüss. So, Rallia, willkommen zurück. Könnt ihr mir was über diese Gegend sagen? Wahrscheinlich bist du schon auf die Kannibalen gestoßen, wenn du hier bist, also brauche ich dich wohl nicht mehr vor ihnen warnen. Sie sind bei Weitem das Gefährlichste, was es in Uckenbock gibt. Echt? Nur die Kannibalen? Wir versuchen, die Konfrontation mit diesen Fleischsüchtigen zu vermeiden. Allerdings könnten wir bald durch unsere immer schwächer werdenden Schutztod uns angegriffen werden. Hüte dich vor denen, die sich vollständig verwandelt haben. Wir nennen sie Wendigos, Kinder des Zerstörers. Okay, wir werden vorsichtig sein. Und die Serien Rugia. Einer, der zu uns kommt, ist noch nicht bereit. Vielleicht wird es an einem anderen Tag verstehen. Hä? Du belästigst mich, Gezeichneter. Verschwinde! Also gut, dann lüge ich ihn. Gut. Wir wollen ja keine armen, alten Damen im Wald belästigen. Diesen Ruf hatten wir schon einmal. So, Ivok. Willkommen, Bruder. Dein Ruf eilt dir voraus. Mein Ruf? Ja, in Devil's Crossing und jenseits berichtet man schon von deinen Taten. Aber pass auf, dass du nicht über die Stränge schlägst. Was soll das heißen? Nur ein Hinweis. Alles, was hier geschieht, wird gesehen und gehört. Du tätest gut daran, vorsichtig zu sein. Was ist das für ein Ort? Dies war einst ein Versammlungsort für Wesen von unvorstellbarer Macht. Jetzt dient er als bescheidener Unterschlupf für das, was noch von diesem Hexenzirkel übrig ist. Ist es hier draußen nicht gefährlich? In der Tat. Man bemüht sich sehr, diesen Ort zu beschützen. An den Schutztotems und Fallen rund um den Hexenzirkel wirst du die Besonderheiten unserer Arbeit sehen. Ich gehe. So, erstmal Sachen wieder klauen. Einfach so, von den Hexen Sachen stehlen. Geflüster aus dem Jenseits. Vieh zu lesen? Die
Die Worte waren zunächst kaum wahrnehmbar, so wie ein leichtes Jucken in meinem Unterbewusstsein. Sie waren durcheinander, unmöglich, ihre Bedeutung zu erkennen. Aber sie ließen nicht nach. Sie wurden zur permanenten Ablenkung. Ein Anruf, ähnlich Malostrias Nachricht, die mich an diesen Platz gelockt hat. Mit der Ausnahme, dass diese Worte pausenlos und ohne Ende sind, während die Matrone mir nur im Traum erschien. Ich kann spüren, wie meine Aufmerksamkeit schwindet, während ich alltägliche Aufgaben erledige. Zeitweise erhebt sich eine Stimme über den Rest des unerträglichen Chores, und dann kann ich ihre Bedeutung erahnen. Diese Klarheit hielt nie lange an, bald fuhr der Chor fort. Niemals wieder würde dieselbe Stimme sich über die anderen erheben. Jedes Mal war es, als würde eine andere Stimme in mein Ohr dringen. Sie sprachen von Netzen und Spinnen und Orten, die ich weder jemals gesehen noch gehört habe. Manches Mal rissen sie mich aus dem Schlaf, als sie von Feuer und Vergeltung schrien, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich sprach darüber mit der Matrone, und ihre Augen richteten sich schnell auf die alte Rugia, bevor sie in meine starrten. Sie versuchte, mich so gut es ging zu beruhigen, aber wir beide wussten, welches Schicksal jene erwartete, die mit diesem Fluch geboren waren. Ich wünschte nur, ich könnte den Sinn verstehen, bevor ich noch ganz wahnsinnig werde. Aber es soll wohl nicht so sein. Was ist denn das? Elixier der Klarheit. Okay, hier oben sonst nichts. Kleine Hexe. Hier wieder jemand. Wächterin Syndia. Das habe ich nicht richtig verstanden. Was? Der Song ist da jemand richtig? Aus. Das war nicht die Wächterin Syndia. Sei gegrüßt, Outsider. Mir wurde gesagt, du bist auf dem Weg nach Ugdenbock. Wie mutig von dir. Ich frage mich, ob du uns bei einer der wichtigen Angelegenheiten helfen könntest, wenn du schon da draußen bist. Was schwebt euch davor? Matrone Malostria ruft nach Hexen in ganz Kern, damit sie sich hier in relativer Sicherheit versammeln. Sobald sie ankommen, bin ich für ihr Überleben verantwortlich, bis sie sich an das Leben in Ugdenbock gewöhnt haben. Die meisten, mit denen Malostria kommunizieren konnte, sind angekommen, mit der Ausnahme einiger Nachzügler. Das ist aber eine Weile her und wir vermuten, dass unseren zukünftigen Schwestern was zugestoßen ist. Falls du draußen in Ugdenbock bist, sieh dich bitte um. Sieh nach, ob sie sich verirrt haben oder noch schlimmer, von den sich herumtreibenden Kannibalen gefangen wurden. Auch wenn sie noch nicht unter meiner Obhut sind, fühle ich mich ein wenig verantwortlich für ihr Wohlbefinden, aber ich kann den Unterschlupf nicht einfach verlassen. Wenn du das für mich tust, werde ich dafür sorgen, dass man dich angemessen mit einigen unserer Vorräte belohnt. Ich werde die vermissten Schwestern finden. Rette die reisenden Hexen. Nur schauen wir mal, wie viele das sind. So, hier wieder Illusionist. Okay, das hier ist offenbar die neue Hauptstadt. Ehrlich gesagt nicht so meins. Geistführerin. Eisenstücken kosten. Übrige Punkte 2. Punkte widerrufen. Kann ich denn jetzt hier Minus machen? Nee, ne? Also hier Okkultist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, will ich loswerden. Naja, machen wir Würde ich gerne nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch was anderes lernen können. Da oben waren wir schon. Oder Garadia. Ja, da waren wir schon. So, wen haben wir hier? Ach, das ist die Malostria. What does the foul wind bring us this day? I believe you were just leaving. Okay, die ist nicht nett zu uns. Aber ihre Rüstung ist halt sehr cool. Ich müsste dann King und Zwarmalur. Okay. Gut, wir müssen nichts vorlesen, da freue ich mich. Geistführerin. Und wir müssen raus. Der Weg führt uns hinaus aus dem Sumpf. Das sind die Totems, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie die hier alles schützen. Ich glaube, die beiden hier schützen eher alles. Und jetzt sind wir in den Sümpfen. Na, großartig. Ich hasse Sümpfe. Schneelandschaft, juhu. Sümpfe in Spielen, bäh. Immer bäh. Und vor allen Dingen, wir waren ja schon im großen Ostsumpf, falls man sich erinnert. Warum hat man sich ausgerechnet für Sümpfe entschieden? So, Laubmähnen-Trophäe. Trophäe, okay. Ein Alpha-Laubmähnenhorn, okay. Ich habe das Gefühl, das werden wir noch für irgendwas brauchen, genau wie die Blumen.
So. Sehr viele Laubmähnen. So, erstmal hier so ein bisschen absuchen, die Gegend. Schön ist das hier alles nicht. Das hier ist gar nichts. Cool. Das sieht nach irgendwas aus, ist aber nicht. Das sieht, auch die Blumen sehen nach irgendwas aus. Das sind einfach fleischfressende Pflanzen. Okay. Okay, das ist cool. Hier fehlt der Kopf irgendwie. So. Puff. Na, das war ja was. So. Der hat gut rausgeballert, der Kollege. Blub. Gut, dass wir die neue Rüstung haben. Das, wenn ich da mitten reingerannt bin. Oh, Entschuldigung. So, scharfsinnig graviert. Blub, blubbeli blub. Oh. Was immer diese Totems hier bedeuten? Ich frage mich, ob wir da später noch was mitmachen müssen. Aktiviere 700 Toten zum Sumpf. So. Da ist nix. Hä? Wieso? Wo kommt das denn auf einmal her? Das ist nicht gut. Gibt's hier ab und zu Fallen? Die einzelnen Füße, Mann, ich würde die Welt so gerne sehen, bevor hier alles kaputt gegangen ist. Das muss alles so gut ausgehen. Guck mal hier, das ist so schade. So großartige Bauten, alles nur am Verrotten. Warum? Giftblickgalle. Die gute Giftblickgalle, da gönnt man sich ja gerne. Beschädigter Panzer, so. Aus dem Sumpf. Boah. Ganz ehrlich, das wäre auch ein cooles Kunstprojekt irgendwie. Irgendwo mitten im Wald, in so einem geilen Wald, wenn da so ein See ist, da einfach so eine Hand rausgucken lassen. Das wäre irgendwie schon cool. Da kann man sich dann auch wieder Geschichten ausdenken. Von verlorenen Welten. Ein versunkenem Königreich. Wäre irgendwie schön. Stattdessen werden Autos in Beton gegossen und in Innenstädte gestellt. Und das ist dann Kunst. Da fände ich sowas viel cooler. Aber wer bin ich schon? Dass ich mir Ahnung von Kunst anmaße. So. Yay, wieder ein Areal mit Mücken. Jeder liebt Mücken. Es ist wichtig, dass wir noch ein Areal mit Mücken haben. Yeah. Widerliches Kruppzeug. Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Ich lasse die einfach erstmal alle da reinlaufen. Wie viel kommen denn da noch? War's das? Wo sind wir denn hier? Ja, wo kommen wir denn da hin?
So. Gut, dass die Leute hier alles Mögliche in Bäumen verlieren. Igitt. Ich glaube, den Sumpf zu erkunden wird noch etwas dauern. Wo kommen die denn her? So. Ich gehe erstmal wieder weiter nach unten und guck da. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Es ist so groß hier alles. Den hatten wir schon. Den nicht. Okay, bevor ich hier oben, gehe ich unten nochmal lang. Weil wir müssen ja eigentlich eh nach Norden, ne? Das wäre eigentlich das Ding. Also erforschen erstmal die anderen Gegenden. So, schrecklicher Schädel. So hässlich war der gar nicht. Das war eigentlich schon Mobbing, das sozusagen. So, vielen Dank, vielen Dank. Kurz mal den hier machen. So. Ja, genau das tue ich. Guck mal, die haben hier öfter so eine Fallen, so Giftfallen. Die natürlich nur uns Schaden machen. Die ganze andere Welt ist davon nicht betroffen. Moin. So, ansonsten Schränke gibt's hier nicht. So eine Pfanne hier kann ich auch nicht, ne? Guck mal hier, von Froster. Das ist die gute Fleischpfanne von Froster. Die Geister sollten auch dankbar sein, dass wir die Kannibalen ausgerottet haben. Ach, das ist die Hand. Eine freundliche Hand. Okay. Ich suche nochmal die schwarzen Flecken da unten ab. Okay, Blumen stehen also nochmal wieder auf, wenn man die getötet hat. Das sind sehr robuste Blumen, offenbar. Boah, cooler Baum. Cooler Baum. So, hier ist wieder so ein Ding. Bestimmt müssen wir die später irgendwann suchen. Knork, 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 knork. So. Hier war noch ein dunkler Fleck. Der ist nun aufgedeckt. Es hätte ja was da sein können. Weiß man nicht, bevor man nicht da war. Der ist schon tot. Ach so. War wieder ein Boss. Aus Versehen nebenbei gelegt. Hab nur gesehen, war ein Boss, alles dahin geworfen und dann weggelaufen. So. Netter Hinterhalt. Danke für eure Mühen. So. Auch hier wieder netter Hinterhalt. So, Giftblickgalle. Vielen Dank. Ich konnte gerade nichts angreifen. So, wieso kann ich das nicht mitnehmen? Hä? Ich klicke drauf, aber ich kann nicht... Hä? Wieso kann ich nicht mitnehmen? Questgegenstand, Giftblickgalle. Weil ich die Quest noch nicht habe. Questgegenstand, das kann ich aber schon mitnehmen. Laubmähenhorn. Toll. Ja, ist ja super.
Vielleicht kriege ich die ja später und dann kann ich hier nochmal hinlaufen. Dann habe ich vergessen, wo die liegt und dann kriege ich die nicht mehr. Mock Drogens Avatar. Imog Drogen. Sei gegrüßt, Sterblicher. Ich habe deine Fortschritte beobachtet und ich glaube, ich habe genau denjenigen gefunden, den ich benötige. Hilfst du mir dabei, dieser Region Frieden zu bringen? Wer seid ihr? Ich bin der Herr der Bestien, Beschützer der Natur und Wächter der Rovari. Deine sterbliche Art nennt mich Morg Drogen. Solltet ihr nicht Kern beschützen? Selbst Götter leben nicht ewig. Ich trage meinen Teil bei, aber wenn die Eltern eingreifen, wenn das Kind etwas falsch macht, wird es nie lernen, eigenständig zu überleben. Falls die Welt nicht irgendwann weiter bestehen kann, dann ist das ein Scheitern und sie sollte lieber früher als später sterben, damit etwas Neues an ihrer Stelle entstehen kann. Es könnte in dieser Analogie ein fortwährendes Gleichgewicht erreichbar sein, wenn die Schöpfung nicht so viele Eltern hätte, die leider gegeneinander arbeiten und verschiedene Vorstellungen haben. Was braucht ihr von mir? Da meine Aufmerksamkeit anderswo gebraucht wird, während ich hier einfach so im Wald herumstehe, muss ich mich an dich wenden und du mir bei der Säuberung eines einst heiligen Ortes helfen. Ich hoffe, du bist dieser Aufgabe gewachsen. Die grausame Wildnis des uralten Hains ist mir sehr wertvoll, aber durch die jüngste Katastrophe wurde er durch die Kräfte, die du bekämpfst, verdorben. Ätherischer und chthonischer Makel drohen damit, das zerbrechliche Ökosystem darin zu überwältigen und sich in der Umgebung auszubreiten. Tief im Hain, im Herzen des Waldes, ist ein einst stolzer Wächter dem Befall zum Opfer gefallen. Sollte er aus dem Hain entkommen, könnte es bei deinem Volk eine unvorstellbare Verwüstung anrichten. Auch wenn ich es nur ungern sage, ist es deine Aufgabe, dich in den Hain zu begeben und diese einst prachtvolle Kreatur zu töten. Kümmerst du dich um diese Bedrohung? Ja, mach ich. So, Skelettschlüssel. Reinige den uralten Hain. Aber Skelettschlüssel heißt das... Oh. Oh. Oh, schön. Oh, wie schön. Naja. Puh. Wie viele denn noch? Hallo Mantikoren, ihr habt soeben verloren. Hallo Spalt, Stufe 10, das gefällt mir gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. So, hier ist ja wirklich alles versammelt. Guck mal hier. So. Da nehme ich auch gerne mit. Oh, ich wünschte, es wäre wieder Tag. Ich mag Tag-Nacht-Wechsel, ja, in Spielen, ganz gerne. Aber ich wünschte meistens, es wäre Tag, weil man da einfach viel besser sieht und es sieht viel schöner aus. So.
Reizt mir langsam. Ich will nur die Truhe aufmachen hier. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ach cool, da geht's durch. Hier sind ja echt alle versammelt, wa? Alle Tiere? Und es ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Und eigentlich dachte ich, wir kommen in eine Höhle oder sowas. Aber offenbar... So, hier ist alles plattgewalzt. Alles klar. Aber ich gucke erstmal unten nach. Hier, ne? Die unteren Bereiche. Da höre ich doch noch Stapfen. Hier, die Gockel, weißt du? Voll die Moorhühner. Ja. Ah. Boah, diese Sumpfblumen, die gehen mir ja richtig auf den Sack. Das sind die schlimmsten. Na, kommt eine neue? Das sind echt die schlimmsten. Die sind so unberechenbar. Und die ballern so viel raus. So, das sind ein paar Eier. Hier alles ruhig. Okay, das ist schön. Nochmal ganz kurz oben gucken, bevor wir da links weitergehen. Ne, nochmal den Rest der Karte abräumen, wie immer. Auch wenn es eine Minute länger dauert. Dafür verpasst man nichts. So. Vielen Dank. Oh Gott, 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 oh Gott. Es wird immer mehr. So, Schrein gereinigt. Dann würde ich mal ganz kurz gucken. Bei Devotion waren wir jetzt... Den Magier hatten wir. Wo ist denn der Behemoth? Da ist er. Ist das letzte, ne? Blut des Giganten. 15%ige Chance, wenn du getroffen wirst. 30 Sekunden Aufladezeit der Fähigkeit. 5 Sekunden Dauer. 8% plus 400 wiederhergestelltes Leben. Können wir gut brauchen. Plus 30 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. So. Auf Berührung der Flamme haben wir da... Feuerschutzschild. Eigentlich ganz gut. Haben wir da irgendwas drauf? Nö. Offenbar nicht. Berührung der Flamme. Warum hat man nichts drauf? Und als nächstes... Ah ja, der Schakal kommt ja erstmal. Noch nicht die Flamme. So. Ein Schreinchen. Die drei kleinen Schreinchen. Und hier rechts waren wir auch noch nicht. Da sind wir noch schon. Wie wir erwartet werden. Hier irgendwas? Sieht so aus, als wäre da irgendwas versteckt. Okay. Dann können wir jetzt weiterziehen. La. Hallo, mein Freund. Und noch eine Uktenblume. Also mit den ganzen Blumen kann ich bald einen schönen Strauß machen. Vielleicht kann ich dann jemandem aufwarten. Die Gegner lösen sich schon auf. So lange dauert das hier schon. Gut, hier ist nichts. Bin extra mal außen rum gegangen. Weil letztes Mal sind wir durch den Stamm gegangen. Vielleicht hätten wir... Oh, warte mal. Ah, mein Kopfhörer rutscht runter. Oh Gott, der Kopfhörer rutscht runter. Hilfe. Warte. So, das ist besser. Jetzt höre ich auch wieder besser. Irgendwie ist der Kopfhörer die ganze Zeit runtergerutscht. Ich weiß gar nicht warum. Ja, toll, großartig. Da ist nix. Dann können wir jetzt hier durch. Das sind diese komischen Pilze, alles klar.
Oh, Heldenmonster war da wieder. Gar nicht gesehen. Das war ein kleines Heldenmonster. Einmal abdampfen lassen. So. Mutierte Schuppen. Schuppen. Mutierte Schuppen. War aber noch nicht das Heldenmonster, was wir brauchen. Da ist er wieder. So eine Stinkmorchel. Da, das sind diese komischen Morcheln, diese ekelhaften. Okay. Gut zu wissen. Ah, das ist sehr düster. Ich hätte gerne ein bisschen Licht. Es wäre schön, wenn Tageslicht hier reinfallen würde. Hey, Homestead. So. Da bin ich jetzt Präsident des uns bekannten Universums. So. Irgendwas hat hier geglitzert. Okay, das war's nicht. Gut, einziger Weg ist der hier. Oh, Heldenblume, alles klar. Ach Gott. Die gute Heldenblume. So, wen müssen wir hier? Finde Barrowhome ist was anderes. Rette die reisenden Hexen, ja. Sprich mit lalala, reinige den Uhr. Okay, einfach nur reinigen, okay. Ich dachte, wir müssen jemand Bestimmtes töten hier. Okay, das war er. Oh, was? Ach ja, Tor zum uralten Hain. Von Mock Drogen versch... Oh nein. Nee, das mache ich jetzt aber nicht. So, vielleicht will man noch irgendwie durchkommen, aber ich will ehrlich gesagt noch ein bisschen Hauptquest weitermachen. Das heißt, wir müssen jedes Mal hier nochmal durch, ne? Genau wie bei den anderen Dingen. Also, wir haben es ja vermutet, aber ja, ganz ehrlich, komm, das machen wir später. Autsch. Auch wenn mir die Dinger generell Spaß machen. Aber ich würde schon gerne mit der Quest ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir die ganze Zeit ja, ne, schon so Skelettschlüsselsachen gemacht und so. Oh, warte. Mal hier. Vielen Dank, vielen Dank. So. Na gut. Also, hier steht zwar uralter Hain, aber das ist er gar nicht. Ich verstehe. Nein. So. Wir hätten es erahnen können, als er uns den Schlüssel gab. Da hätten wir es schon ahnen können. So. Wir machen die Geschichten auch noch, ne? Auch mit den Skelettschlüsseln, aber das würde ich dann doch ein bisschen später machen. Vielleicht machen wir dann so einen Run durch alle. Also, in Anführungszeichen, weil wahrscheinlich, vielleicht sterben wir auch mal wieder ein bisschen. Durch die Gegend. Kann ja auch sein. So. Guck mal, hier ist es halt so schön. Warum ist es nicht so schön geblieben? Manno. Ist so schade. Tschüss. Hab anderes zu tun. So. Wir kommen aber wieder. Kann ich jetzt... So ärgerlich. Giftblickgalle. Mann, da haben wir einen Questgegenstand für später schon mal. Dann können wir nicht mitnehmen. Warum? Das ist doch buggy. Richtiger kleiner Wüstenbuggy ist das. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee. Hey, Freunde. Ich
Ich finde es halt schön, dass die sich auch nicht gegenseitig fressen, Dingens da. Auch wenn die Hunger haben und so, wenn ja sonst keine Menschen mehr durchkommen, weil die haben ja schon das ganze Menschenfleisch weggefressen. Warum essen die auch kein Tierfleisch? Ich meine, warum versteift man sich denn auf Menschenfleisch? Ist ja auch doof dann, oder? Ich meine, als Karnivore isst du ja auch nicht nur ein Schwein, sondern auch andere Dinger da. Also Hühnchen, Pute, Krokodil, Strauß, Chinchillas, alles halt, ne? Aber Menschenfresser, halt nur Menschenfleisch, das verstehe ich nicht. Wohnungseingang, huch. Ja, Naxias Versteck, huch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nach dem Wohnungseingang sieht das nicht aus. Ich lasse mich überraschen. Und was genau das hier ist, erfahren wir natürlich richtig in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Tschüss.